Hallo. Und wer bist du? Ja, mit wem haben wir die Ehre? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Das klingt, als wärst du nicht von hier. Ja. Wie bist du denn hierher gekommen, Kate Walker? Die Yukol haben mich hergebracht. Die Yukol? Hühnerdiebe? Idiotische Halunken, die die Straßen von Valsembor verschandeln. Ja, und jetzt kommen sie, um ihr schmutziges Werk zu verrichten. Ich nehme an, ihr meint Kirk? Seit 20 Jahren sind wir in dieser Klinik. Seit unserer Rückkehr aus Baranur. Hör zu, das hier war immer eine gehobene Anstalt, muss ich sagen. Also waren wir ziemlich enttäuscht, dass Madame Olga jetzt diese verkommenen Ganoven aus dem Norden hier reinlässt. Komm schon, Anton, komm schon. Madame Olga weiß schon, was sie tut. Sie muss ihre Gründe dafür haben, dass sie diese dreckigen Zwerge hier reinlässt. Baranur. Was ist ein Baranur? Ein Ort. Ein verdammtes Drecksloch. Was meinst du damit, Anton? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Kate Walker. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen. Also seid ihr wirklich schon 20 Jahre lang hier? Ja. Zuerst wurden wir zusammen mit ein paar Kumpels zur Beobachtung da behalten nach dieser verdammten Mission nach Baranur. Leon und ich sind praktisch die Letzten, die noch hier sind. Wir wissen zu viel darüber, was mit den anderen geschehen ist. Ich muss sagen, manche von denen ging es ziemlich schlecht. Zum Glück kümmert sich Dr. Olga gut um uns. Sie fassen uns wirklich mit Samthandschuhen an. Ja, sie kümmert sich gut um uns. Sie ist eine echte Dame. Könnt ihr mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Dort. Aber du kannst nicht gehen, bevor du mit Dr. Mangoling in seinem Büro gesprochen hast. Ja? Er kann beurteilen, ob du geheilt bist oder nicht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wiedersehen. Man sieht sich, Kate Walker. Ja? Man sieht sich. Diese Löcher. Sieht aus, als wäre ein Teil des Schlüssels entfernt worden. Kein Zweifel, mein Schlüssel wurde absichtlich beschädigt. Ich muss eine Kopie in einwandfreiem Zustand finden, wenn ich ihn reparieren will.
Auf keinen Fall. Verstehe. Nach dem Bild zu urteilen, fehlte eine Art Stift. Ich muss ihn irgendwie reparieren. Aber wie kriege ich das hin? Wie geht es dir, Kate Walker? Steht deine Entlassung aus der Klinik unmittelbar bevor? Ich fürchte nicht. Du wirkst aufgebracht. Was ist los? Ich muss eine Art Schlüssel benutzen, um eine Tür zu öffnen und diesen Ort endlich zu verlassen. Es ist eine Art Test, verstehst du? Ein Test, den ich bestanden habe, aber der Schlüssel hat nicht funktioniert. Und als ich ihn mit einem Original verglich, sah ich, dass er manipuliert worden war. Ich bekomme den Eindruck, dass sie versuchen, uns mit allen Mitteln hier zu behalten, Kirk. Egal, ob wir bleiben wollen oder nicht. Das ist eine ernste Anschuldigung. Bist du dir sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, auch wenn das komplett verrückt wirkt. Ich hoffe nur, ich verliere nicht den Verstand. Auf mich wirkst du, als wärst du völlig bei klarem Verstand, Kate Walker. Darüber würde ich mir keine Sorgen machen. Also teilst du meinen Verdacht? Es stimmt, dass ich sehr schwach bin, seit ich mit Madame Olgas Therapie begonnen habe. Aber sie sagt, das ist normal. Sie nennt es vorübergehende Nebenwirkungen. Wir müssen wirklich hier raus, Kirk. Leider kann ich mich ohne das mechanische Bein nicht auf den langen Zug der Strauße begeben, Kate Walker. Aber du könntest fortgehen. Aber wie? Zeig mir das Modell des Schlüssels, von dem du mir erzählt hast. Du musst mir dieses... das dachte ich mir. Damit sollte der Schmied meines Stammes in der Lage sein, deinen Schlüssel zu reparieren. Natürlich müssen wir einen Weg finden, ihn zu ihm zu bringen. Ich bezweifle, dass es hier eine Post gibt. Geh auf den Balkon. Der Bote unserer Schamanin ist nie sehr weit weg. Ich nutze ihn, um mit meinem Volk zu kommunizieren. Du kannst ihm den Schlüssel geben. Er wird ihn zum Schmied meines Stammes bringen. Verstanden. Danke, Kirk.
Das Lager von Kirks Stamm, schätze ich. Heda, ich bin hier. Komm schon, komm her. Dieser Vogel, Kirk, ich glaube, ich mache etwas falsch. Er kommt nicht zu mir, wenn ich ihn rufe. Es stimmt, dass die alte Eule ein bisschen versponnen ist. Hast du versucht, sie dazu zu bringen, auf dem Balkon zu landen? Nein, aber ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Sieh dich im Hof um, Kate Walker. Dort findest du vielleicht etwas, was den Vogel interessiert. Warum nicht? Das probiere ich mal. Danke für deine Hilfe, Kirk. Schlüssel. Ich frage mich. So alltäglich, wie es nur geht. So alltäglich, wie es nur geht. Man muss nur den Schlüssel drehen, um ihn zu aktivieren.
Die Eule ist mit dem Schlüssel davongeflogen, Kirk. Das sind gute Neuigkeiten, Kate Walker. Jetzt müssen wir nur... Kirk. Was ist los? Doktor Olgas Therapie? Kirk, hörst du mich? Wach auf! Na, kein Grund zur Panik, Frau Walker. Ah, Sie sind Ärztin, richtig? Schnell, mein Freund hat eine Art Anfall. Beruhigen Sie sich, Frau Walker, bitte. Ich bin Dr. Olga Jefimova und dieser junge Nomade untersteht meiner Aufsicht. Ich muss seinen Organismus darauf vorbereiten, die Prothese anzunehmen. Es geht ihm gut. Er hält den Behandlungsplan ein. Ach, wirklich? Den Behandlungsplan, aha. Sie finden, es ist normal, wenn er einfach so ohnmächtig wird? Der Verlust des Bewusstseins ist eine Nebenwirkung seiner Therapie, Frau Walker. Nicht mehr. In der Medizin muss der Behandlungsplan eingehalten werden, auch wenn es beschwerlich ist. Natürlich, dieses schreckliche Bett, in dem der arme Junge auf seine Prothese wartet, die nie kommt, das gehört zum Behandlungsplan. Und ich nehme an, dasselbe gilt für diese absurde Befragung, die ich über mich ergehen lassen musste. Sie scheinen eine sonderbare Paranoia entwickelt zu haben, seit Sie aus dem Koma erwacht sind. Wenn wir dazu kommen, sehe ich mir das näher an. Aber momentan muss ich Sie bitten, den Raum zu verlassen. Ich muss Ihrem jungen Freund die nächste Phase der Medikation verabreichen. Gut, ich gehe. Ich hoffe, das hilft ihm wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Sie das Gegenteil annehmen sollten, Frau Walker. Wie geht es ihm? Ihr junger Freund spricht sehr gut auf die Therapie an. Alles ist gut, er ruht sich aus. Gut. Wiedersehen, Doktor. Ich komme bald vorbei, um nach Ihnen zu sehen, Frau Walker. Keine Sorge. Kate Walker. Kirk. Wie fühlst du dich? Nicht so gut, fürchte ich. Wir müssen dich aus den Klauen dieser entsetzlichen Frau befreien. Wenn wir erstmal hier raus sind, melde ich sie den Behörden, glaub mir. Den Behörden ist es egal, was mit den U-Call geschieht, Kate Walker. Schau dir an, was sie mit meinem Bein gemacht haben. Ich gehe hier auf keinen Fall weg, ohne zu wissen, was mit dir geschieht. Das Beste, Kate Walker, ist es, wenn du allein gehst. Und wenn du mir wirklich helfen willst, geh nach Valsembor, sobald du draußen bist, und versuche, meine Prothese von dem Handwerker zu holen. Wenn du sie mir bringst, wird Dr. Samyatin sie mir anlegen. Und ich kann zu meinem Stamm zurück. Können wir Dr. Samyatin vertrauen? Ich bin da nicht so sicher, wenn ich mir den Zustand seiner Klinik ansehe. Der Mann war immer ein Freund der U-Call. Und ich bin sicher, er kann dir helfen, das Krankenhaus zu verlassen und den Handwerker in Valsembor zu finden. Okay. Ich verspreche, sobald ich kann, mit deiner Prothese zurückzukommen, Kirk. Halte so lange durch. Danke, Kate Walker. Und mögen die Geister mit dir sein.
Entschuldigung. Ja? Ich würde die Klinik gern verlassen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Nun, normalerweise würde ich Ihnen sagen, Sie müssen sich zur anderen Seite des Hofs begeben, um dort die Seilbahn als an Bord zu nehmen. Aber Dr. Jefimova hat die gesamte Klinik aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Verstehe. Ich suche Dr. Samyatin. Er ist in seinem Büro. Sie finden es in dem kleinen Gang dort hinten. Die erste Tür links. Was für eine dunkle Klinik. Sie könnten etwas menschliche Wärme vertragen. Das hier war früher die Festung der Herzöge von Walsimbor, das alte Bollwerk gegen die Invasion aus dem Osten. Die Bewohner von Walsimbor suchten hier Zuflucht und entkamen den Belagerern oft durch mysteriöse Geheimgänge. Wann wurde die Festung zur Klinik? Vor 20 Jahren. Dank Dr. Samyatin. Danke für die vielen Informationen. Ich muss jetzt los. Vielleicht sollten Sie zurück auf Ihr Zimmer gehen, bis die Seilbahn wieder fährt. Ich denke darüber nach. Wiedersehen. Ah, guten Tag, Frau Walker. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt. Ich will nichts Schlechtes über jemanden sagen, den Sie offenbar schätzen, Dr. Samyatin. Aber offen gesagt macht mir Dr. Jefimova Angst. Ah, und warum um alles in der Welt? Sie und Ihr Mitarbeiter Dr. Mangeling haben mich einer wahren Tortur unterzogen. Und außerdem halten Sie Kirk, den jungen Yukol, an sein Bett fixiert fest. Ganz zu schweigen von der psychologischen Kontrolle, die Sie über alle hier auszuüben scheint. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber ich ermahne Sie. Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga. Auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Aber das Thema ist beendet, Frau Walker. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Er gehörte Oscar, einem verstorbenen Freund. Ich verstehe, Frau Walker. Ich selbst trage die Last der Trauer mit mir herum. Ein Andenken an jemanden zu tragen, der Ihnen wichtig war, ist die natürlichste Sache der Welt. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Walsimbor zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf. Und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker. Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen. Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Walsimbor. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus. Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die Yukol, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Ich habe den Eindruck, dass die Yukol hier nicht sonderlich beliebt sind.
In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Walsembor ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Walsembor mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die Jukol jetzt schon seit mehreren Wochen am See Walsembor festhängen, hat das nicht besser gemacht. Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den Jukol, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die Jukol zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Warum haben die Jukol Sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem ihrer Züge tauschen die Schamanen der Jukol und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die sie mit ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Medizinische Abhandlungen, Handbücher für alternative Medizin, große Literatur, tolle Sammlung. Die Amerikanerin ist wach. Sie müssen sich beeilen, Oberst. Wie geht es ihr? Offenbar gut. Momentan ist sie noch fügsam. Das hält aber nicht mehr lange an, fürchte ich. Und was ist mit diesem Nomadenstamm? Genau wie in den letzten paar Jahren ist der Seewalzembor nicht zugefroren. Darum kann ihre Herde das Eis nicht überqueren. Sie hängen hier fest. Und auch ihr junger Anführer ist noch in unserer Obhut. Wenn alles läuft wie geplant, bleibt den Jukol bald nichts anderes übrig, als heimzukehren. Besonders, da ich einen Plan habe, um die Dinge zu beschleunigen. Gut. Und dann ist da noch dieser amerikanische Detektivoberst. Er sollte bald hier ankommen. Er soll Frau Walker ruhig treffen, wenn er will. Es bringt nichts, ihn jetzt schon zu beunruhigen. Aber letzten Endes sind wir für den Fall der jungen Frau zuständig. Kein Amerikaner kommt hierher und sagt uns, was wir tun sollen. Wo ist sie hin?
Dr. Samyatin. Entschuldigung. Aber ich muss immer noch dringend mit Ihnen sprechen. Natürlich. Was ist los, Frau Walker? Es geht um Olga Jefimova. Aber Frau Walker, ich... Ich verspreche. Ich denke mir das nicht aus. Ich habe Sie in einem Gespräch mit einer Art Polizisten, einem Oberst, überrascht. Sie wollen mich hier behalten, ob ich will oder nicht. Gott weiß warum. Sie sprachen auch über die Yukol. Sie haben irgendeinen Plan, der... Reicht, Frau Walker. Ich habe genug gehört. Bitte, Doktor, Sie müssen mir zuhören. Das kommt nicht in Frage. Mein armes Mädchen. Mit so einer ausgeprägten Paranoia sollte ich Sie sofort auf Ihr Zimmer bringen lassen. Sie haben Glück, dass Sie mir so sympathisch sind. Vertreiben Sie es bitte nicht zu weit. Ich bitte Sie. Hallo, Miss Jefimova. Ich wollte Sie nochmals wegen... Kate Walker? Sind Sie das wirklich? Was für ein Zufall. Ich habe Sie seit Wochen gesucht. Oh, Mr. Kenton, nehme ich an. Ah, ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Miss Jefimova muss Ihnen gesagt haben, dass ich komme. Nein, ich habe gerade erst von Ihrer Existenz erfahren, Mr. Kenton. Vor einiger Zeit informierte mich mein Arbeitgeber in New York, dass er einen Detektiv auf mich ansetzen würde. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin der beste Detektiv an der Ostküste. Mit mir fahren Sie immer gut. Ich wurde beauftragt, Sie heil und sicher nach Hause zu bringen, Miss Walker. Ich sollte in ein paar Stunden in Walsenburg ankommen. Ich brauche keinen Ritter in strahlender Rüstung, der mir die Hand hält, Mr. Kenton. Schauen Sie, Miss Walker, ich mache hier nur meine Arbeit. Tut mir leid, ich fürchte, Sie haben die Reise umsonst unternommen. Ja, ich meine, ich bin mir da nicht so sicher. Das Justizministerium sucht Sie, wussten Sie das? Das FBI sucht nach mir? Was wird mir denn zur Last gelegt, wissen Sie das? Ich habe doch nichts getan. Veruntreuung. Offenbar haben Sie sich mit dem Vertrag für den Verkauf der Spielzeugautomatenfabrik der Vorarlbergs davongemacht. Und Sie haben sogar die Senilität der Verkäufer ausgenutzt. Sie werden sogar verdächtigt, für den Tod einer der beiden verantwortlich zu sein. Eines Hans Vorarlberg, des letzten Erben, der berechtigt war, Verträge mit dem von Ihnen vertretenen Unternehmen zu unterzeichnen. Das ist wahrlich keine kleine Sache, Miss Walker. Das ist absolut lächerlich. Und soweit ich weiß, sind Sie nicht befugt, das Justizministerium in diesem Land zu vertreten. Also sind Sie nur ein Detektiv. Sie müssen damit leben, Mr. Kenton. Ich gehe nicht mit Ihnen zurück nach New York. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Halt, Miss Walker. Bitte seien Sie vernünftig. Wiedersehen, Mr. Kenton. Alle möglichen Beruhigungs- und Betäubungsmittel. Alle möglichen Beruhigungs- und Betäubungsmittel.
wie reizend. Schnell. Ja, Dr. Jefimova. Ich tue, was ich kann. Wirst du wohl endlich aufgehen, blöder Zapfhahn? Geschafft. Das sollte diesen Jukol-Abschaum überzeugen, ihr Lager abzubrechen und dorthin zurückzukehren, wo sie herkommen. Los, Helmut, halten wir uns hier nicht länger auf. Ja, natürlich, Dr. Jefimova. Was für eine Katastrophe. Das steckt fest.